Das ist unser Item. Das ist das, was wir haben wollen eigentlich. Halt die hoch! Es ist so lustig, ne? Es ist so lustig. Du denkst irgendwie, du verlierst gerade und dann von mir haust du dir 50 Leben hoch und dann gewinnst du auch wieder. Das schaut sehr... Wer? Was? Wie? Was? Stirb! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Und halt... Ganz anderes Game als Dark Souls. Ich habe mir ein bisschen influenzen lassen und habe mir auch ein Game runtergeladen, das ich schon ein paar Mal gesehen habe bei anderen Leuten, wo ich erst skeptisch war, ob das irgendwie, ob das cool ist oder nicht, ob man es zocken kann oder nicht. Aber ich habe es mal probiert. Es macht Spaß. Es macht einen Haufen Spaß tatsächlich. Es macht auch schnell süchtig, habe ich das Gefühl. Das ganze Game heißt Backpack Battles und schauen wir uns das Ganze mal genauer an, beziehungsweise ich zeige es euch mal ein bisschen genauer. Weil ich bin schon mittendrin. Manchmal bin ich gut, manchmal bin ich ganz lost immer noch. Aber ich bin schon mehr oder weniger mittendrin im Game. Es hat zwei Klassen. Wir haben zwei Klassen und wir haben einmal den Ranger und wir haben einmal den Reaper. Ja. Andere Klassen gibt es auch noch, aber das gibt es erst in der Vollversion. Und die Vollversion gibt es, glaube ich, erst nächstes Jahr irgendwann. Ich weiß gar nicht wann. Anfang des Jahres, glaube ich, 2024. Egal, ich habe aber richtig... Ja, der Reaper ist geil, ne? Reaper ist geil mit einer Sense. Da habe ich mich direkt gesehen und bin auch direkt reingestartet eigentlich ins Ranked. Wenn das jetzt einen Unterschied macht, ne? Das ist ja immer nur Demo. Aber es ist schon geil. Und wenn du das Game startest, kommst du quasi in den Screen hier. Und das ist quasi so der Bereich, wo du erstmal einkaufen kannst. Ne? Also links oben hier, das ist unser Backpack. Ne? Deswegen heißt es auch Backpack Battles, das Game. Wir haben ein Backpack. Und wir kaufen jetzt ein, damit wir quasi im Fight die Items dann nutzen können. Passend, ne? Wir sind ein Reaper. Passend dazu haben wir natürlich einen geilen Sarg als Backpack. Das finde ich schon ziemlich cool irgendwie. Und jetzt können wir mal gucken. Auf der rechten Seite ist unser ganzer Shop. Da können wir uns Sachen kaufen, wenn wir genug Geld haben. Links, wie gesagt, unser Backpack. Und wir starten immer mit den gleichen beiden Items. Zumindest aktuell nur. Vielleicht ist es irgendwann anders, weiß ich nicht. Aktuell starten wir beim Reaper immer mit den gleichen Items. Und das ist einmal der Dagger und das ist einmal der Fliegenpilz. Und jetzt können wir mal sehen, also Dagger hat halt verschiedene Sachen. Der kostet zum Beispiel kein Stamina, ja, wie andere Waffen beispielsweise. Macht aber halt 2 bis 5 Schaden. Accuracy, ne, haben wir 95% und so weiter. Das sind so die Stats von dem Rare Dagger, weil er ja blau ist. Und alles, was in dem Sarg ist, steht unten drunter, ganz unten, bei dem Dolch steht zum Beispiel da, 25% Chance to inflict one poison on activate. Ich glaube, das ist Poison, oder? Heißt das etwas anders? Nee. Das heißt, alles, was in dem Backpack hier ist, in diesem, hat er 25%ige Chance, dass es einen Debuff auf den Gegner legt. Und das ist quasi ein Poison. Ne? Das heißt, wir haben hier 2, 4, 6, 8, 8 Slots in dem Backpack. Alles, was da drin liegt, hat eine Chance von 25%, dass eben Debuff auf den Gegner raufschmeißt. Der Fliegenpilz zum Beispiel, zieht zum Beispiel alle 5 Sekunden, inflict one poison. Das heißt, alle 5 Sekunden kommt ein Poison automatisch auf den Gegner drauf. Ne, zusätzlich dazu natürlich zu den Poison-Stacks, die wir dann durch andere Items und durch den Backpack nur hinkriegen. Das ist Food, ne? Klar, Fliegenpilz, Food. Und es steht da, triggers 10% faster for each star food of a different type. Und da sieht man ganz, ganz gut schon mal, außenrum um den Fliegenpilz sieht man blaue Sterne. Ne? Wir haben jetzt 6 blaue Sterne. Und das sehen wir später noch ganz gut. Wenn wir gucken, auf welches Bild das wir jetzt hier gehen, das müssen wir echt mal schauen. Weil Glück ist ja immer so ein Faktor, was halt im Shop gerade drin ist. Wir können jetzt aber beispielsweise andere Items vom Typ Food eben in den Slot von einem blauen Stern reinschmeißt. Und wenn wir einen Slot gefüllt haben, dann triggert der Fliegenpilz 10% schneller. Also pro Essens-Item oder Lebensmittel-Item triggert das quasi dann 10% schneller. Das kann man natürlich jetzt hochstacken. Das heißt, wenn wir alle blauen Sterne voll machen würden, hätten wir halt 60% schnellere Trigger-Showers. Das ist halt so das... Das sind so die Basics. Hier haben wir Storage, das heißt, wir können hier Items vom Backpack ganz easy da reinschmeißen, wenn wir es nicht brauchen. Oder aber, und das sehen wir, glaube ich, später noch ganz deutlich, außer ich verliere instant, das kann auch sein.
Aber das sieht man später noch ganz, ganz deutlich. Du kannst die Items drehen. Ne? Und das ist insofern hilfreich. Das heißt, wenn wir können ja unseren Backpack erweitern. Ne? Es gibt Taschen dafür. Und dementsprechend können wir natürlich dann schauen, wo wir entweder die Tasche hinbauen, damit ein Teil von dem Item vielleicht nur im Sarg drin ist, damit wir dann quasi die 25%ige Chance auf Poison Inflict und so einen Scheiß nicht wegwerfen. Ne? Aber das gucken wir. Also wir starten quasi immer mit den Items und jetzt kannst du halt wie in anderen Games halt einfach entscheiden, auf was du gehst. Es gibt bestimmte Rezepte, ne? Rezepte dahingegen, dass wir Items kombinieren können. Ne? Und wenn du es einmal kombiniert hast, dann steht es unter Rezepten. Also wir haben zum Beispiel, ohne jetzt viel zum Spoilern, es gibt einen Poison Dagger. Das heißt, wenn man unseren normalen Dagger mit einem Pestilence Flask verbinden, dann steht da der Poison Dagger. Ja, Poison Dagger ist zum Beispiel beim Hit Inflict 2 Poison, also dass der Gegner direkt einen 2er Poison Debuff hat. So, ne? Und da gibt es einen Haufen, aber da gehe ich jetzt gar nicht da rein, wir spoilern hier gar nicht lange rum. Ich habe, ja, so ein bis zwei Builds, wenn man so denn will, ne? Einfach Sachen, die ich halt gefunden habe, die halt cool sind, irgendwie probiert. Die funktionieren aber manchmal bis zu einer gewissen, naja, bis halt alle Gegner komplett OP sind, dann funktioniert es nicht mehr so ganz. Aber die sind ganz lustig. Entweder es gibt so eine Art Dagger-Build, ne? Weil der Dagger beim Stun triggert der extra Attacke. Das heißt, du brauchst eine Waffe, die stunt. Das wäre schon mal ganz hilfreich. Und wenn du die hast, dann habe ich eigentlich nur noch Dagger gestackt. Wir kommen bald durch einen Dagger gestackt. Das heißt, ich habe dann irgendwie 4 oder 5 Dagger gehabt. Und bei jedem Stun hast du dann 5 Dagger, die quasi zweimal angreifen. Und dann knallt halt schon richtig, ne? Dann knallt es richtig. Wir gucken tatsächlich mal, auf was wir hier gehen, weil das kommt halt immer darauf an, was wir für Items überhaupt kriegen, ne? Das ist natürlich jetzt die Frage. Wir können aber... Es ist immer ganz nice. Man könnte natürlich auch mit dem Schild anfangen. Man könnte aber auch mit dem hier anfangen, dass wir am Anfang 2 Leben haben. Und es steht immer drunter, also Start of Battle, das heißt, der Fight beginnt und du hast am Anfang 2 Leben, so. Und dann steht drunter gleich, was das überhaupt bewirkt. Regeneration, ne? Heals 1 health per stack every 2 seconds. Das heißt, du hast, wenn du 2 hast, dann heals quasi 2 Leben pro 2 Sekunden. So. Ist nicht verkehrt. Kann man machen. Überlegen wir noch, in welche Richtung das geht. Schauen wir mal. Jetzt kann man quasi nach irgendeinem Gegner suchen und das ist zwar nicht live, ne? Also der ist jetzt nicht original jetzt da in der Sekunde, aber so schaut der ganze Fight aus und ich glaube, das Bild müsste schon passen, oder? Ich habe keine andere Kameraposition gefunden irgendwie, weil alles, weil der Backpack-Raum wird ja, der wird ja komplett ausgefüllt, ne? Links und rechts, da wird es dann echt schwierig. Aber ganz, ganz basic Interface, ich meine, du bist halt links, ne? Links unten bin ich jetzt hier und rechts unten ist mein Gegner, in der Mitte haben wir Leben und Stamina. Leben, glaube ich, ist klar. Stamina ist alle, nicht alle, aber viele Waffen verbrauchen Stamina. Ne? Der Dagger zum Beispiel nicht. Wooden Sword zum Beispiel schon. Über eine zweite Zeile kostet halt Stamina. Und wenn du keine Stamina mehr hast, kannst halt nichts machen. Du kannst oben die Zeit beschleunigen. Musst du alles anschauen und dann siehst du halt hier, wer gewinnt. Jetzt ist es nur relativ unspektakulär. Ja? Also, es passiert nicht viel. Und keiner hat viel, aber die erste Runde gehört schon mal uns. Und jetzt ist genau schon mal das da, was wir vorhin gesagt haben. Also hier oben zum Beispiel, jetzt im Shop, ist zum Beispiel Leatherbag. Und ein Leatherbag bringt, dass du eben 4 Backpack-Slots bekommst, kostet 4 Gold und ist eigentlich ganz geil. Jetzt müssen wir mal echt gucken, in welche Richtung das uns verschlägt. Also wir haben hier so sowas wie ein Whetstone, ja, da gibt es Weapon Damage plus 1. Wir haben eine Piggy Bank, dass jede Runde kriegen wir dann 1 Gold mehr. Wir kriegen jetzt zum Beispiel 10 Gold, nächste Runde kriegen wir 11. Ne? Aber der muss natürlich, Piggy Bank muss natürlich in unserem Backpack sein. Jetzt ist die Frage, weil wirklich viel Auswahl haben wir jetzt nicht. Ne? Also entweder wir gehen mal jetzt auf, ja, schwierig. Ich hole mir mal das Wooden, und da sieht man halt, ah wieder, das habe ich auch erst
im Nachhinein rausgefunden, weil es Wooden, der Wooden Buckler wäre jetzt so, Schild, ne, 35% Chance, 4 Damage zu vermeiden und eben, sagen wir mal jetzt 0,5 Stamina vom Gegner zum abzuziehen. Wenn ich es jetzt aber von hier zur Hälfte in meinen Sarg-Backpack lege, dann sieht man unten, dass das auf einmal, jetzt auf einmal auch die zusätzliche Fähigkeit hat, dass wir 25% Chance haben, eben einen Poison drauf zu schmeißen, zu inflikten, wollte ich schon sagen. Ne? Und das ist egal, wie viele Felder von dem Item jetzt in dem Sarg drin sind. Einer, zwei, drei, ist völlig egal. Hauptsache, er ist irgendwie drin und dann kriegt er den Effekt. Ich weiß noch nicht direkt, ob das beim Schild auch so funktioniert. Aber ich schätze mal, ne? Das wird ja nicht da sein. Und ansonsten, wir haben nur drei über. Ich würde sagen, wir waffen jetzt fürs Erste kurz mit dem Dagger, ne? Und schmeißen wir uns gar nichts mehr rein, dann haben wir kein Geld mehr. Okay, top. Ja, was ich jetzt suche, wäre entweder irgendwas, dass wir in Richtung Lifesteal gehen können oder halt mit Spikes. Das ist auch geil. Wenn es soweit ist, erklären wir es nur genauer, was da los ist. Können wir jetzt hoch vorspulen, ne, dass es ein bisschen schneller geht. Easy peasy in the Tash. So, jetzt ist die Frage. Was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel sowas hier. Und wenn wir mit der Maus über irgendein Item gehen, dann sieht man halt schon bei manchen, wie zum Beispiel bei dem Horn rechts hier, oder dem Stoßzahn hier vielleicht, ist so ein blauer Strahl. Ne? Und der blaue Strahl zeigt quasi an, mit welchem Item, dass man das verbinden kann. Ihr könnt sich daran erinnern, vorhin habe ich nur erzählt und gezeigt, dass es so Rezepte gibt. Das ist zum Beispiel hier Spike Shield. Und für Spike Shield brauchst du halt einen Wooden Buckler und einen Stoßzahn. Jetzt funktioniert das aber nicht gleich, sondern das dauert eine Runde. Platziert es jetzt hier, wir machen einen Fight und wenn wir wieder zurückkommen und den Tod sind, ne, dann verbindet sich das und dann ist ein Item. So, ansonsten glaube ich, war es das fürs Erste. Und dann ist es, glaube ich, so das erste Item für uns. Später, wenn wir in Richtung Spikes mal gucken. Wir können hier immer rerollen auch. Falls uns irgendwas. Und das ist halt schon geil, ne? Das ist natürlich dann schon geil. Dann holen wir uns noch sowas hier. Aber ansonsten bin ich da ein bisschen. Man, ich könnte mir natürlich auch sowas holen. Hm. Wir können es mit Just for Fun holen, damit ihr es mal seht. Wenn ich jetzt den zum Beispiel hier platziere, dann sieht man, also der hat ja auch 6 Sterne außenrum. Und ihr platziert ihn hier, dann ist der hier, dann ist der Fliegenpilz quasi jetzt als gelber Stern. Und die synergieren natürlich gegenseitig, das ist beides Food. Ne? Das heißt, beim Garlic ist jetzt der Fliegenpilz hier und beim Fliegenpilz ist jetzt auf der anderen Seite der Garlic als gelber Stern markiert. Das funktioniert aber nur, wenn es nicht das gleiche Food-Item ist. Ne? Also ich kann jetzt zweimal Garlic hintereinander oder nebeneinander legen. Das funktioniert nicht. Okay. Daher, er hat mein Schild schon, der Penner. Er hat mein Schild schon. Und das ist was ich vorhin gesagt habe, das sind die Spikes. Ne? Und die Spikes, das Horn gibt mir zum Beispiel einen Spike am Start vom Kampf. Und dann hast du ihn hier unten. Hier unten sind die Buffs. Hier unten wären jetzt die Debuffs von mir. Also wenn mir der Gegner quasi Debuffs gibt. Wir haben jetzt Heals 1 Health per Stack every 2 Seconds. Wir haben 2 davon, ne? Das heißt alle 2 Sekunden kriegen wir 2 Leben. Und wir haben einen Spike jetzt aktuell und der macht 1 Schaden per Stack when being hit with a melee weapon. Das heißt, wenn der uns trifft mit irgendeiner Nahkampfwaffe oder irgendwas, dann haben wir einen Spike, das heißt, er kriegt allein von dem schon 1 Schaden. Ne? Und da haben wir noch nicht angegriffen, das macht nur er quasi, wenn er uns angreift. So. Dann gibt es noch was, sowas wie Luck, ne? Increases Accuracy. Und es gibt auch sowas, wenn Nacht wird, habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn der Fight ein bisschen länger dauert, dann wird eben Nacht. Und dann setzt eben Fatigue ein, also sowas wie Schwächungs-Debuff oder sowas. Und dann kriegen quasi beide Schaden, dass es halt irgendwann am Ende nimmt. Das ist halt so das. Let's go. Okay. Dritter Win haben wir in the Tash. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt Spike Shield. Und das Spike Shield, wir starten wieder mit einem Spike, das ist schon geil.
Wir kriegen 30 Schild. Und wir können Schaden abwenden, und zwar 5. Ne? Jetzt, wenn wir schon mal den haben, also dann würde ich halt fast in Richtung Spikes gehen. Maybe, aber da bräuchte ich halt nur viel, viel, viel mehr Items. Ne? Das ist das. Also jetzt ist es gerade nur echt relativ großer Haufen. Weiß ich nicht. Also schon noch gescheit wir, was wir hier machen. Aber ich habe auch noch nichts gefunden, gerade was wirklich so, was uns wirklich gerade so umhauen würde. Ne? Könnten wir jetzt das holen? Okay. Items werden schneller getriggert. Wir könnten uns aber auch mehr Backpack-Slots holen. Das wäre natürlich auch möglich. Ah, schwierig, ne? Schwierig. Und vom Speer war ich irgendwie noch nie so der Fan. Ich weiß nicht warum. Der ist schon nicht schlecht. Der ist schon nicht schlecht. Aber mit, da sieht man halt schon krass, ne? Da hast du 5 Sterne vorne dran. Das heißt, alles, was vorne leer ist, zerstört das Speer halt 4 Schild, ne? Das ist halt schon crazy. 4, 7, dann hätten wir noch 4. Es gibt auch, ja, schau, okay, es gibt natürlich auch noch andere Backpacks, also nicht nur normale, die einfach Slots geben, es gibt auch noch Fanny Pack. Und in dem, das hat nur 2 Slots, aber in dem kleinen Backpack triggern halt alle Items dann halt 10% schneller. Das ist, glaube ich, lauter so kleine Gimmicks irgendwie, die man halt dann richtig cool kombinieren kann. Ja, also ich meine, Backpack Space ist eigentlich immer nice, aber wenn jetzt, dann habe ich 6 Plätze mehr und da ist halt nichts drin. Das ist halt auch irgendwie doof, ne? Wir könnten uns jetzt einen zweiten Dagger holen. Für den Fall. Für den Fall, dass wir wirklich nur das Item finden mit dem Stun. Dann könnte man nämlich das auch nochmal. Maybe. Aber. Schwierig. Aber ich glaube, die Hände brauchen wir so oder so. Also, wir haben da nur 7. 4, 3. Dann machen wir es doch jetzt einfach so schnell. Na, das war dumm. Dann machen wir es so. Wobei, warte mal, was triggert denn hier eigentlich? Triggert das denn überhaupt? Per Stack. Oder wir machen es anders. Was bringt denn mehr? Ich glaube, wir lassen jetzt das erst mit triggern und dann gucken wir tatsächlich mal, wie es weitergeht. Also das kennt man schon nur besser in den Items. Aber anfangs, ey, was hat er denn, Alter? Er kennt ihn in der dritten Runde mit dem Hungry Blade daher. Was ist denn hier los? Sag mal. Einmal, wenn man mal was aufnehmen will, dann denken wir so, ey, guck mal, du hast echt coole Runden gehabt, ne? Jetzt nimmst du mir was auf. Gar nichts mehr. Fuck. Scheiße. 3 Leben hat er gehabt, ne? Ja, aber also der hat halt leider auch schon ein bisschen mehr Gear. Das macht aber alles nichts. Wir haben ja insgesamt 5 Leben. Wenn die 5 Leben wechseln, dann ist halt der Try halt vorbei. Aber wir haben ja nur 4. Also, alles noch entspannt. Das ist immer noch nicht gut, ne? Das ist immer nur alles heftige Rotze gerade. Also, die Rüstung vielleicht, das ist unser Item. Das ist das, was wir haben wollen eigentlich. Weil dann wird's lustig. Der Hammer bringt nämlich Folgendes. Ich glaube, ich habe nur kein einziges Item gesehen, aber ich bin jetzt noch nicht so weit drin, das stunnen kann. Weiß nicht, ob es da noch eins gibt, das ich nicht kenne, oder? Der Hammer bringt auf jeden Fall Folgendes. On hit, 50% Chance to stun your opponent for 0.5. Seconds. So, und jetzt kann man eben die Dagger, ne, und Stun triggers extra attack. Jetzt müssen wir gucken, weil der Hammer relativ riesig ist, wie wir das jetzt am besten machen. Jetzt kommt natürlich das Storage. Der ist jetzt sehr praktisch. Wir wollen mal auf jeden Fall versuchen, dass wir Folgendes machen. Der Hammer soll irgendwo am besten mit im Sarg sein. Das wäre ganz nice.
Die Dolche sollen natürlich ja irgendwo mit im Sarg sein, ist klar. Wir können jetzt das da zum Beispiel hinlegen. Dann haben wir beide Dolche hier. Dazwischen den Whetstone. Dann können wir ja so drehen. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, die Whetstones gehen jetzt auf beide. Okay, die gehen auf jeden Fall auf beide. Dann müssen wir die Handschuhe wieder wechseln, weil wir brauchen auf jeden Fall ein Schild. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wir können aber den Schild schon wieder rüberpacken, weil dann wäre der Schild noch mit im Sarg drin und macht Anno sein Damage. So, unten ist ein Feld frei, dann legen wir das so rein. Jetzt könnten wir noch... Das ist natürlich interessant jetzt, gell? Wir schmeißen jetzt mal die Handschuhe rein. Dann also die Handschuhe bringen uns dann folgendes, dass das Item schneller getriggert wird, und zwar 20%. Okay. Wir können jetzt, mit Rechtsklick können wir übrigens die Items hier locken. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder herkommen, sind die gelockt. Können wir es uns kaufen. Ich habe jetzt keine Kohle mehr. Und wir können nächste Runde ganz, ganz lustige Sachen machen. Dafür muss ich, glaube ich, aber alle drei locken. Das wird lustig. Nächste Runde wird's spaßig. So, und jetzt sieht man ganz rechts unten, vielleicht kann ich es mal stoppen, wenn das stand. So, das ist jetzt der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Weil jetzt, ab jetzt wird's nämlich lustig. Ab jetzt wird's nämlich lustig, weil jedes Mal, wenn der Hammer gestunt hat, dann hauen meine zwei Dagger nicht nur einmal zu, sondern doppelt zu. Ne? Und dann knallt's richtig. Dann knallt's richtig. Ne? So. Und da ist das Ding halt jetzt da durch. Also das ist halt dann schon ziemlich, ziemlich geil. Weil der hat jetzt auch nicht so viel gehabt. Aber der baut gerade, ne? Der baut gerade. Nächste Runde schaut es schon wieder ganz anders aus. Okay. Wir haben jetzt 11 Gold. Und wir können jetzt folgendes mal. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Platz, das ist klar. Wir lassen die Handschuhe auf dem Hammer. Das ist, glaube ich, der nächste Step. Es ist die Frage, wir könnten jetzt einen Poison Dagger machen. Die Frage ist natürlich aber, bringt uns das was? Wir könnten auch die hier machen. Aber irgendwie... Jetzt, also ich glaube, jetzt muss ich mich halt wirklich entscheiden. Also wirklich, entweder gehe ich jetzt auf das Stun-Bild. Das wäre halt, ja, das wird funktionieren. Oder wir gehen halt auf das andere Bild, weil beides gleichzeitig ist, glaube ich, dumm. Das macht keinen Sinn. Was halt ziemlich sick wäre, glaube ich, wäre so ein Dagger-Bild mit so einer Art Lifesteal. Na, dass du bei jedem Hit beispielsweise dir irgendwie Leben zurückholst oder du klaust ihm Leben und heilst sie dann selber oder so. Das wäre halt sick. Ja, stell's mir vor, du haust mit 4 Dagger zu und dann heilst sie jedes Mal um x Schaden. Ist halt schon böse. Das ist sehr, sehr böse. Aber jetzt müssen wir uns nur kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Wir können uns auf jeden Fall... Wir brauchen sowieso ein bisschen Heilung. Ne? Also Heilung ist immer geil. Glaub mir, der aber einen ganzen Platz da oben, ja. Kann ich das irgendwo anders hinpacken? Hier geht's nicht. Wenn's da oben hinpacken. Vorerst. Da müssen wir halt schauen. Also der Zahn, oder der, ne, der Hauer, das Item wäre halt für Spikes oder für Thorns oder was, ne, es ist, eigentlich sind Spikes. Und das Item wäre halt eher für... Da könnte man halt zum Beispiel das draus basteln. Und das würde halt wirklich dann passen, wenn wir dann in Richtung, ja, so Lifestyle, Life Leech mäßig gehen würde. Ja. Aber dafür brauchen wir halt ein Item und das Blutamulett, das ist halt... Das kommt nie dann, wenn man es braucht. So wie es immer halt ist, ne? Wir probieren jetzt mal... Wir probieren jetzt mal... Stagger-Bild. Weil wenn wir einen Hammer schon relativ früh gefunden haben, dann glaube ich, können wir es echt probieren. Dann müssen wir das noch ein bisschen Glück haben, ne?
Aber schauen wir mal. Was ist die Lage? Was ist die Lage? Jetzt zeig's mir her. Er hat auch einen Dagger. Er hat Banane. Banane ist also strong am Anfang, finde ich. Ja, aber das schaut nicht gut aus für uns, oder? Außer wir knallen jetzt mal so richtigen Schaden rein. Aber. Nee. Aber wir haben auch nicht so viel Heilung, ne? Also die Banane haut schon richtig rein. Der Gubert. Weiß ich nicht. Hat jetzt so Bock. Soll uns jetzt aber nicht weiter stören. Wie machen wir jetzt weiter? Wir könnten. Oh, nee. Wir könnten natürlich jetzt schon. Jetzt habe ich schon zwei. Ah, guck mal, das ist im Angebot. Dann gehört's aber gleich mir hier. So. Und mit jeder Runde erhöht sich natürlich dann auch irgendwo die Seltenheitsstufe von den Items, die du überhaupt rollen kannst. Ne? Also wir haben jetzt angefangen mit Common, dann gibt es Rare, Epic, Legendary und Godly. Und das ist jetzt zum Beispiel schon Legendary Sword. Aber das bringt uns jetzt gerade leider nicht so viel. Okay, ein Heiltrank ist geil, der ist auch im Angebot. Also manchmal sind ein paar so Items im Angebot. Da kannst du halt, oh Gott. Da kannst du halt dann auch nicht nah sagen, ne? Die Sense ist halt dann. Die ist halt schon geil, ne? Die ist halt schon geil. Na, wir brauchen aber trotzdem jetzt erstmal mehr Platz tatsächlich. Der ist halt zum Beispiel eine Potion Belt. Wir haben gleich 4 Plätze und alle Potions innerhalb. Können wir es dazu nicht machen? Also alle Potions, die jetzt hier innerhalb sind, innerhalb von dem Gürtel. Haben wir 30%ige Chance, einen Effekt von irgendeiner anderen Potion zum Beispiel zu machen. Das heißt, natürlich macht Sinn, wenn man alle Potions in den Gürtel irgendwie reinsetzt. Muss aber auch nicht komplett sein, kann auch nur mit einem Slot sein. Ne? Also der Trank hat ja auch zwei. Kann auch zwei sein. Er kann auch nur einer sein. Und den kann ich jetzt verbinden mit so Healing Herbs. Und nächste Runde wird dann was Schöneres draus. Ah, hier bloß 2 Gold, gell? Also es ist jetzt irgendwie richtig schleppend gerade, gell, muss ich sagen. Ich habe gedacht, es knallt irgendwie besser, tut's aber gerade noch nicht. Ich würde auf jeden Fall, glaube ich, nur einen Giftdagger machen, das machen wir nächste Runde und dann müssen wir schauen. Aber ich hab überhaupt keinen Platz für die Rüstung. Ist auch schwierig. Ja. Aber dem ist der Stunt schon besser, finde ich, ne? Was hat denn der? Die Schaufel gibt's auch noch nicht lang. Das habe ich vorhin erst gelesen, dass es Schaufel gibt, tatsächlich. Wir haben ja sowas, so Box of Riches gibt's auch. Auch ganz lustig. Wenn du die innerhalb, egal wo, platzierst in deinen Rucksäcken oder in deinem Rucksack, dann kriegst du jede Runde einen so einen Gem. So Low-Level-Gems, die kannst du aber kombinieren. Ne, aus zwei schlechten kannst du dann so einen mittleren machen. Und dann geht's halt immer so weiter und immer so höher. Seltenheitsstufe, ne? So, verlieren wir das jetzt nur oder was ist hier los? Auf jetzt. Boom, okay. Okay, also der Trank hat sich verbunden. Jetzt haben wir einen Strong Health Potion am Start. Der ist halt einfach ein bisschen besser. Ne? Der ist einfach ein bisschen besser. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Nach ein paar Runden kriegt man manchmal so klassenspezifische Items. Na, wir sind jetzt zum Beispiel Reaper, das heißt, es gibt jetzt so Hexenmeisterartige Items. Ne? Wir haben zum Beispiel einmal den Nocturnal Locklifter. Ah, schwierig, ne? Also bei dem wäre es so, dass Weapon Lifesteal haben. Eigentlich genau das, was wir haben wollen, was ich vorhin gesagt habe, was geil wäre. Aber das ist halt der Dagger. 2 bis 5. Also wir haben jetzt hier einen Dagger und der wird halt zu unserem ganzen Bild passen. Das ist halt das Problem, ne? Den könnten wir zum Beispiel nehmen. Das Schild braucht man eigentlich auch nicht, ne? Ich glaube, das Schild verkaufe ich. Die Puppe weiß ich nicht. Also wenn so Fatigue Damage am Schluss ist, also dieses Erschöpfungsding, dann triggern alle Items 100% schneller. Das ist schon geil, aber irgendwie habe ich noch nicht so den. Ich habe es nicht wirklich oft ausprobiert, das Ding. Ich weiß es nicht.
20% Lifesteal ist halt schon sick, ne? Dagger ist halt auch sick. Weil dann hätte ich nämlich 3 Dagger, die 2 bis 5 Schaden machen, ist halt dann auch ziemlich, ziemlich geil, ne? Weil was ihr machen könnt, ist zum Beispiel, wir könnten den Dagger in sowas hier verwandeln, in einen Bloody Dagger. Und von dem kriege ich dann sowas wie Vampirismus, das heißt, wenn du einen Stack hast, heilst du um einen Punkt, wenn du angreifst. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es gibt so Gems, die man reinsockeln kann. So rote zum Beispiel, die haben auch Lifesteal. Also da würde ich mir auch hochheilen. Weapons steal 20% life, aber stehlen ist halt schon nice, ne? Und rein vom Damage her, also der hat den gleichen Effekt wie die anderen Dagger, ne? Beim Stun triggert er extra Attacke. Und wenn er hittet, aber 2 random Debuffs, ne? Boah, ich glaube, ich mache echt den Life-Leech-Move, ne? Ich glaube, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das am besten platziert. Und ich glaube, das wäre das Beste, was ich machen kann hier. Weil jetzt habe ich es nämlich so platziert, dass alle 2 Dagger plus das hier Life-Leech haben. Ne? Okay, guck, dann haben wir noch einen Dagger hier. Ja, ich glaube, das Schild lasse ich jetzt auch erstmal kurz raus, weil das brauche ich jetzt gerade nicht. Dann platzieren wir den Dagger nämlich oben, damit der nur mit in dem Sarg drin ist. Schmeißen wir ihm noch so Poison Blast mit rein. Weil dann wird es nächste Runde zum Poison Dagger, immerhin. Also wir rerollen jetzt einmal. 4 Gold gibt es. Ja, ist schwierig jetzt, ne? Jetzt wird's schwierig. Wir können uns mal einen Dagger holen. Dagger Nummer 4 könnte man holen. Maybe. Aber wir. Ah, so ein paar Edelsteine wären halt auch geil. Also ich glaube, die können wir schon mal wegschmeißen, weil wir machen jetzt kein Essensbild mehr hier. Die Rüstung wäre an sich nur cool, aber für die brauche ich nur ein anderes Item. Stone Skin Potion könnten wir uns holen. Wobei das wahrscheinlich mehr Sinn machen wird, ne? Jetzt locken wir mal den. Schmeißen wir den raus und schmeißen wir den Sockel. Summoner. Ich habe jetzt schon ein paar Games gespielt. Ich habe noch nicht ein einziges Mal eine Karotte gefunden. Ich weiß nicht, ob es das nur beim Ranger gibt, die Karotte, oder wo es die gibt. Ich habe die noch nicht einmal gesehen. Oder muss man die bauen? Gibt es da eine, Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gefunden. Aber Karotte ist OP. Die ist sick. Oder hat er plötzlich sein Schild her? Was hat denn der? Cleanse a random Debuff. Na, das ist vielleicht schon heftig. Wenn du 2 Karotten hast und hast jetzt irgendwie Poison-Debuffs. Alle 3 Sekunden einfach 2, zack. Weg. Das ist vielleicht schon krass. Und von irgendwas kriegt der Adigan. Ah ja, ich weiß schon von was. Das sind die Dinger hier, ne? Scheiße. Jetzt müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Okay. All righty. Wir haben jetzt erfolgreich unseren Poison Dagger gebastelt hier. Ja. Den gelben schmeißen wir jetzt mal so. Also ich kann mir das so vorstellen. 10% Attack oder 10% Faster Attack wäre doch eigentlich nice, weil wenn du schneller angreifst oder öfters angreifst, dann ist doch die Chance höher, dass du öfters stunst, oder? Macht doch das irgendwo Sinn. Zumindest in der Theorie jetzt, ne? Ja, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Und dann würde ich tatsächlich... Also wenn es so funktioniert, ich habe ja kein, ich habe echt keine Ahnung, aber es hat jetzt schon den Anschein gehabt, als würde es schon manchmal knallen, wenn du es so machst. Hast du einen Voice Crack gehabt? Passt. Weil jetzt habe ich 4 Dagger, da sind die meisten nicht gut, aber wenn die alle doppelt hitten, ist schon, glaube ich, ganz geil. Weil wenn die 5, jetzt mal überlegen wir mal,
Du hast 4 Dagger, die machen 20 Schaden insgesamt und würden doppelt hitten, dann wirst du ja quasi mal kurz 40 Schaden machen. Bei 130 Leben ist es schon einiges. Also finde ich gar nicht mal so verkehrt. Oh, das wäre auch cool gewesen, ne? Wir brauchen jetzt irgendwas mit Lifesteal. Life Leech, wir brauchen irgendwie rote Sockel, wir brauchen den. Das Blutamulett wäre auch ganz geil. Was könnte man noch brauchen? Ja, aber keine einzige Banane gesehen, fällt mir gerade auf, ne? Nicht eine. Und wir brauchen mehr Platz. Wäre auch geil. Das wäre auch nice. Das reicht aber immer noch nicht. Bei weitem noch nicht. 3. Mhm. Ich würde fast da drüben jetzt. Ja. Weil wir brauchen ja alleine 6 Slots für den hier, ne? Boah. Kriegen wir das hin so? Nee, ne? Na, das reicht. Scheiße. Scheiße. Der kostet 7, das brauchen wir nicht. Wir könnten uns die schon holen für die nächste Runde mal. Ja. Also mal gucken. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Platz in der Bag, damit wir mal die Rüstung überhaupt anziehen können, weil sonst ist es ja komplett umsonst gewesen. Aber es ballert schon, ne? Also der Damage ist schon da. Wenn wir uns mit das mal anschauen, ich habe 112 Leben, klar, ich habe jetzt das auch noch, ne? Aber knallt. Also das würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde nicht knallen. Okay. Ja, doch. Ist tatsächlich eigentlich ganz geil. Item. Was das Item übrigens bringt, ist folgendes. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen mal ein bisschen auf Life Leech, Life Steal gehen. Und da gibt es ja eben den Punkt mit dem Vampirismus-Dings. Und der Vampirismus-1-Stack hielt eben ein Leben. Ne? Wenn ihr mit irgendeiner Melee-Weapon zuschlagt. Da ihr ziemlich oft zuschlagt, ist es eigentlich ganz nice. Trotzdem haben wir jetzt das Problem, dass mit der Waffe unser Ausdauerverbrauch halt verflucht hoch ist. Ja, und das ist halt oft mal echt das Problem, weil dann hast du halt wirklich keine Ausdauer mehr und dann kannst du halt nichts machen. Dann ist halt einfach vorbei. Okay, wir haben Life-Steal. Dann hauen wir in den hier rein. Oh. Ja, ist natürlich wieder kacke. Jetzt habe ich immer nur die Rüstung da und ich habe es nicht einmal hergenommen, weil ich es einfach nicht machen kann, ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen dicken Trank für irgendwie Ausdauersachen oder irgendwas. Zum Beispiel den hier. Ja, und man sieht, die synergieren auch miteinander. Das ist ganz geil. Das macht aber nichts, weil dann können wir das unser Juwelen Produziergerät können wir dabei woanders hinschmeißen. Das passt. Oh, jetzt kennen wir schon wieder die guten Waffen, ne? Dicker Lightsaber. Aber ich finde es jetzt gerade gar nicht mal so kacke. Also wir haben mehr Life Leech, wir haben jetzt ein bisschen was für Ausdauer. Was ist denn das hier? Okay. Der hat einen Curse Stack nochmal. Der Schweinehund. Schauen wir mal, was mehr bringt. Wo hast du die Rüstung her, mein Freund? Von den Dingern wieder? Ja. Aber ist er einfach weg. Ist einfach gone. Die Rüstung ist da, die Rüstung ist weg. Die Rüstung ist da, die Rüstung ist weg. Mhm. Rüstung ist da, die Rüstung ist weg. Leben ist da, Leben ist weg. Okay. Okay. Wie machen wir jetzt am besten weiter, ist die Frage.
Also wir machen es genauso weiter wie vorhin. Puh, 6 Plätze für die Lederrüstung wird aber verdammt schwierig. Das wird verdammt schwierig. Was wir auf jeden Fall machen könnten, das ist ganz geil, wenn er irgendwo gesockelt ist. Aber jetzt können wir hier reinschmeißen. Wenn die Low-Level-Gems irgendwo gesockelt sind, dann finden sie die gegenseitig. Also sie müssen halt ein Slot nebeneinander sein. Das funktioniert jetzt zum Beispiel nicht, wenn ihr den da oben reinsitzt. Der muss schon hier sein. Aber die verbinden sie ja. Nächste Runde wird es halt dann zu so einem bisschen stärkeren Gem. Okay, wir haben 13 Gold. Das Schild bringt uns nichts. Das bringt uns alles leider nichts gerade. Der bringt uns was. Der ist sehr hübsch. 20% schneller. Was man vielleicht auch noch sagen muss, die Sockel bringen tatsächlich auch was, wenn sie nur im Rucksack rumliegen. Also in der Waffe sind es zum Beispiel 20% schneller, in der Rüstung hast du 20%ige Chance, 1 Stamina zu regeneraten, was vielleicht tatsächlich gar nicht mehr so schlecht wäre für uns. Wir haben keine Rüstung da. Ja, okay, top. Und im Backpack sind es alle 7 Sekunden regeneriert es 1,5 Stamina. Dann können wir es tatsächlich einfach hier vielleicht lassen, gell? Ananas war komplett OP. Na, wobei OP vielleicht nicht. Schon gut. Bei uns bringt es hier leider alles gerade gar nichts, ne? Da können wir nur. Ja, wir können mal random nur. Es gibt so ein Slot-Bag. Da ist halt dann 4 Rüstungen. Weil nur ein Slot. Aber besser als nix. Ah, ja. Nee. Nee. Das Amulett wäre halt jetzt nur insane, ne? Mit dem Amulett könnte man so viel Blödsinn anstellen jetzt. Das wäre wirklich insane. Was sind das für eine Waffe hier? Momentchen. Hero Longsword. Weapons gain plus 4 Damage. Also alle im Umkreis. Dann kriegt der plus 4 und der plus 4. Okay, krass, aber das wäre glaube ich aber insane. Stellt euch mal vor, wir machen so ein Dagger-Build mit dem Hero Longsword. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, wo könnten wir es hinbasten, das ist 3 Slots, ne? Also 3 Slots. Wenn wir das jetzt hier runterballern würden, links und rechts daneben. Links und rechts, dann würde das mehr und das mehr Schaden machen. Wäre für schon cool. Wäre für schon cool. Habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich, das Hero Longsword. Aber man sieht jetzt schon, mit dem Hungry Blade, ne? Ich habe jetzt 6 Stacks von dem Vampirismus. Das heißt, 6-mal ein Leben, ne, pro Stack quasi, für jeden Hit von einer Nahkampfwaffe. Das ist schon geil, aber der wehrt sich ein bisschen, der Gegner. Der wehrt sich sehr stark. Ah, weiß jetzt nicht, ich kann es nicht sagen, jetzt schaut es irgendwie nicht mehr so gut aus, was soll denn das jetzt, was ist passiert? Halt die hoch! Es ist so lustig, ne? Es ist so lustig, du denkst irgendwie, du verlierst gerade und dann von mir haust du dir 50 Leben hoch und dann gewinnst du auch wieder. Super gut. Okay, geil. Wie ist der Stand der Dinge? Also wir haben jetzt hier den verbunden. Und wir haben den hier. Ich weiß ja nicht wirklich, ob das dann hochsteckt. Also wenn ich jetzt, habe jetzt 15 plus 20, ich habe jetzt 35% schnellere Attack Time oder was? Oder wie läuft es? Weiß ich nicht so ganz. Ich hoffe, dass so ist. Ich bilde es mal ein, dass so ist. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Boah, aber es ist echt, also es ist wirklich, wirklich gar nicht so cool gerade, muss ich echt sagen. Weil die einfach irgendwie keine wirklichen Items. Also, kriegst schon Items, aber irgendwie natürlich nicht die ich brauche, völlig klar. Was bringt der Vogel? Also, alle 3 Sekunden. Und die Items triggern 5% schneller.
Ich frage mich bis heute nur, was ist 5% oder was ist das Triggern bei der Waffe? Triggers Extra Attack, aber du kannst ja nicht 5% schneller Extra Attack triggern. So. Oder? Also es macht ja irgendwie... Ah, ist schwierig. Ist schwierig. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mit den Sockel. Schmeißen wir den hier rein und... Wegen dem Vogel bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den brauche irgendwo. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, warte, Moment. Wir könnten jetzt mit dem Gubat-Mubat zwei... Boah, das ist, glaube ich, schon geil, ne? Fuck. Ja, ich kann es aber nicht ändern. Also ich verkaufe jetzt die Leder-Armor. Nur, dass ihr es wisst. Und ich verbinde jetzt das mit dem Gubi-Mubi. Weil dann wird der nämlich zu so einem Vampir-Gubi-Mubi. Und das ist gut. Hoffentlich. Okay. Was bringt uns der in der Cleanser Random Debuff? Alle 8 Sekunden. Random Debuff oder Random Buff? Ah, ich mach glaube ich Random Buff, ha? Huh? Oh, wir haben noch Banane, Ahnung hier. Wir locken mal Banane und Dagger. Und dann... Der schaut böse aus. Okay. Resisted. Der resistet ziemlich oft, ne? Aber wenn er mal gestunt wird, dann kriegt er halt den kompletten. Dann kriegt er die Dröhnung. Aber jetzt sieht man halt genau das Problem. Jetzt habe ich dem die ganze Zeit Schaden gemacht, aber er hat kaum Ausdauer verbraucht. Aber ich halt, ne? Weil mein Schwert so wie zieht. Ach, dankeschön. Ja, das ist jetzt echt blöd. Also wenn wir jetzt gerade zufällig irgendwie übelst den Damage reinknallen, dann... Scheiße. Das sind diese Essensbilds hier, ne? Scheiße. Ja, aber Banane heilt, ne? Das ist natürlich, also das ist auch insane, glaube ich, das Ding, oder? Das ist gut. Hab ich auch noch nie gehabt. Poison Ivy. Weil er so oft resistet hat, ne? Mhm. Dann nur zwei Heiltränke und so weiter. Das Life Leech. Ist schon echt nice. Und dann triggern alle Items 100% schneller. Das Ding ist krass. Okay, GG. Ja, aber jetzt ein Gubi-Mubi. Und zwar... Gain 2 Vampirism. Das heißt, ich habe am Anfang von der Runde schon 2 Vampirismus mehr. Das ist ziemlich geil. Ja, und dann geht es jetzt genauso weiter wie vorhin. Wir könnten noch... Ne, wobei, das bringt uns, glaube ich, jetzt... Least of. Wir können uns entweder noch ein... Eine Banane holen. 4 Leben, eine Stamina. Ich glaube, das ist ganz geil. Ich glaube wirklich, dass Banane ganz geil ist, weil Ausdauer, Probleme haben wir sowieso. Leben ist jetzt nicht mehr ganz so viel. Ne? Also 4 Leben bei 10, 20, das ist jetzt nicht mehr so ganz viel. Das macht jetzt aber nichts. Ich weiß halt nicht, was ich mit dem Dagger mache. Also erstmal, die Dagger sind alle nicht gut. Ne? Muss man leider auch so sagen. Aber. Ich sehe nicht. Den nur hier. Wir könnten wieder einen Poison Dagger machen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die alle mehr Schaden machen. So vom Base Damage her, ne? Also, die machen alle 2 bis 5. Das war's dann auch. Hm. Gut, wir könnten uns noch sowas holen, ne? Just for fun, dass wir noch ein bisschen Rüstung haben. Das ist schön. Wir könnten noch. Was bringt uns das sonst noch? 30% Schaden. Okay, use one poison of your opponent to gain 2 Leben. Sollen wir das mal so probieren? Also, ich stack quasi Poison hoch beim Gegner und hol mir die dann wieder zurück. Alle 9 Sekunden ist für Show. Da ist ja das Game fast vorbei. Weiß jetzt nicht so recht. Oh, okay.
Wir könnten auch noch... Ja, wir saven uns den... Die Demonic Flask noch ein bisschen vor. Und dann gucken wir mal. Aber man sieht jetzt schon deutlich, also der Fight hat ja gerade angefangen. Ihr habt direkt instant 5 Vampirism. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Aber ihr habt es instant auf jeden Fall da. Ne? Und eigentlich müsste das ja noch mehr werden. Außer er ist ein blöder Gegner, Mann. Ah, das läuft schon viel besser. Das läuft auch viel, viel besser. Ja, aber ich bin halt ständig out of Stamina, ne? Macht aber nichts, weil wir haben jetzt eine Banane. Das ist natürlich dann schon geil. So, wir haben jetzt alle 10 Wins, oder? 2, 4, 8. Wir haben jetzt alle 10 Wins voll. Jetzt kannst du halt irgendwie entweder 20 Ranking Points einfach nehmen oder du gehst halt in den Survival Mode und wir gehen rein in den Survival Mode. Okay. Und jetzt kannst du quasi, ich weiß gar nicht, wie weit es geht. Also kann man dann unendlich weiter spielen? Ich glaube nicht. Soweit habe ich es nie geschafft. Ich habe meistens dann meine 10 Wins und dann vielleicht nur 5 oder so. Aber dann wären die Gegner schon böse. Da können es alle plötzlich spielen, so. Das ist dann immer so lustig. Aber dann bist du halt irgendwie am Arsch dann am Schluss, ne? Also wenn dein Bild davor so Mittel-Ass war, dann ist halt am Schluss immer noch Mittel-Ass. Und die anderen kommen halt mit ihren godly Weapons daher, wo du denkst, ach guck mal, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Macht aber nichts. Jetzt ist die Frage, so, wie sollen wir jetzt eigentlich im Endgame, ne? Ihr habt 3 Leben, wir sind im Endgame. Was kann jetzt mal? Was würde jetzt Sinn machen? Mehr Life Leech, mehr Lifesteal. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Irgendeine Rüstung wäre ganz geil. Dafür haben wir aber den Platz immer noch nicht. Das Amulett wäre ganz geil. Amulett mit den Handschuhen verbinden, da würde ich mich nur sehen. Da würde ich mir absolut nur sehen. Jetzt klauen wir uns mal den dabei. Aber, warte mal, wo ist denn der? Der ist hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Es geht immer noch. Nice. Nee, scheiße, doch nicht. Das ist doof. Das ist blöd. Wir müssen es anders machen. Weil ich würde gern, das ist ja unser Potion-Belt, ne? Ich würde gern D-Flask irgendwie hier mit reinkriegen, aber ich... Doch, klar geht es. Klar. Wir machen es so. Oder? Moment. Nee, es geht nicht. Moment, oder? Nee, wie auch? Doch, Moment. Hä? Warte. Also, ich kann das hier nur so verbinden. Scheiße. Dann geht's doch nicht. Ich meine, ich kann das alles verbinden. Nee, ich krieg's. Anders geht's leider nicht. Anders geht's nicht. Na gut. Naja, nee. gib halt als das Amulett. Komm, ich will was herzeigen. Jetzt mach doch nicht diesen. Wir können den grünen wieder. Ich weiß nicht, hat der was gebracht? Man geschenkt das Leben, es ist nice. Weil, was passiert jetzt, wenn ich... Warte, wenn ich den zu dem hier reinmache? Dann hat er 50% Chance. Dann hat er das gleiche wie vorher, ne? 50% Chance zu inflict. Wobei, dann hat er halt wahrscheinlich jetzt 50 statt 25. Das war's dann aber, ne? Mehr wird, glaube ich, dann echt nicht passieren. Scheiße. Okay, wir haben da noch ein bisschen... Platz. Ja, Platz müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall nur holen. Aber das geht... So wird es tatsächlich funktionieren. Dann geht es vielleicht doch jetzt, warte. Dann machen wir es nämlich so. Dann ist im... 2, 3, 4. Dann ist drin, oder? Okay, nice. Dann ist tatsächlich drin. Dann kann man mit denen, weiß ich noch nicht, was wir dann machen, aber dann können wir den hier. Ja, was machen wir jetzt damit, ne?
Ich kann jetzt den hier reinlegen. Hier kann ich ihn nicht reinlegen. Aber hier kann ich ihn reinlegen. Okay, dann machen wir es so. Weil dann, dann leveln sie die gegenseitig wieder hoch. Dann haben wir jetzt hier für die Banane keinen. Muss passen. Muss passen. Ach du Scheiße. Was ist denn... Wie macht man denn das überhaupt hier? Start of battle, gain 2 luck. Chance-based effect that the star item or 20% more likely to. Ja. Boah, das ist natürlich aber allgemein mit... Was ist denn ein Star-Item von dem? Die Banane oder was? Aber ganz schön viel Health-Potions hier, ne? Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da aber ordentlich Schaden reinballern. Also wenn ich so viel Health Potions sehe, dann ist das... aber jetzt pass mal auf. Jetzt müsste eigentlich so bald die Flask hier triggern. Und dann... So, Flask getriggert. Jetzt müsste es eigentlich knallen. Oder? Oder nicht? What the fuck, Alter. Das schaut sehr... Wer? Was? Wie? Was? Stirb! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ach du Scheiße. Habt ihr es gesehen, dass hier 1 steht? Wie verflucht knapp kann man denn gewinnen, ey? Kurzen Herzinfarkt kriegt. Aber nur einen kurzen. Ne, als hast du quasi die 10 Wins hier und dazwischen halt dann noch mehr ein. Also ich schätze mir, vielleicht kann man dann noch mehr 10 Wins mal. Aber. Soweit war ja noch nie. To remove a random Buff oder Debuff? Buff. Ach, okay, jetzt dann die zwei wieder. Oh, ja. Ja, ja. Kannst du bitte mal lieber Gem Generator rote Gems mal. Ich hab einen einzigen roten Gem bisher. Und dann hast du gedacht, nee, hör auf für heute oder was. Das ist doch ein Schmarrn. Das ist echter Kampf. Aber wir schlangen bei uns nur relativ okay bisher. Jetzt müssen wir gucken, was da nur passen wird. Wie gesagt, immer nur Amulett. Amulett wäre immer noch ganz geil. Aber der Amulettgott ist heute nicht auf unserer Seite irgendwie, ne? Oh, schwierig. Was können wir hier nochmal? Spike. Use 7 blocks, 7 luck and 7... Oh, das habe ich noch gar nicht so weit gelesen. Also wenn du 7, also wenn du 7 von allem hast, kriegst dein Sternwaffe plus 27 Damage. What the fuck? Was ist das für eine kranke Scheiße, ey? Aber 7 von allem ist schon nicht ohne, ne? Das ist echt nicht ohne. Zum Teufel, ey. Dagger oder keinen Dagger? Ich weiß es nicht. Also wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann müsste doch jetzt der Dagger hochstacken. Wir haben 5 Dagger. Und es müsste doch eigentlich crazy sein, oder nicht? Oder mache ich hier komplette Scheiße? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, 20 Rüstung, aber ich habe keine 20 Rüstung, glaube ich, ne? Das wird sich bei mir tatsächlich nicht lohnen. Außer beim Start. 2 von denen habe ich 8. Habe ich 12 Rüstung? Nee, reicht nicht, ne? Okay. Wir könnten natürlich noch... Ja, wir könnten uns das mal... saven für später. Würde ich tatsächlich unter 50, weil manchmal haben alle so die Anstalten, dass jetzt irgendwie unter 50% Leben plötzlich irgendwie Schaden machen, die Gegner. Ich weiß auch nicht warum. Und plötzlich stirb ich dann einfach. Und ich weiß überhaupt nicht warum. Boah, so ein Kartendeck ist aber insane, ne?
Oh, fuck, Alter. Alter, Moment, was ist jetzt? Moment, was ist denn jetzt alles passiert hier? Ach du Scheiße. Ja. Ladies and Gentlemen, wir sind tot. Wir sind dezent tot. Es gibt zwar Kartendeck, ne? Und ich habe das noch nie wirklich ausprobiert. Das war mir immer nur so ein bisschen, weiß ich noch nicht. Aber offensichtlich kannst du dann quasi so Karten hinlegen, aber du brauchst halt wirklich den Space. Also da musst du ja wirklich, da musst du schon wissen, was abgeht. Und dann deckst du die Karten auf, dann machst du 10 Damage, 11 Lebensstil, schon wieder, ne? Da kam der Damage gerade, da kam er richtig rein, das sag ich dir aber. Leck mir im Arsch. 15 Damage, 6 Damage, ja. Mach mal ein bisschen Slow-Mo, dass wir noch was davor haben, hä? Comeback? Hä? Comeback? Wann? Jetzt vielleicht? Bitte, jetzt musst du Comeback machen. Alle schauen zu. Ach na. Ja, okay, das war klar, ne? Kartendeck war zu strong. Ihr habt zu viel Stamina, das stimmt, aber... Was soll ich weg mal? Ihr braucht das und ihr braucht das. Schwierig. Also das Bild ist nicht optimal. Auf jeden Fall nicht. Fuck. Okay, halb fuck. Desynergieren beide. Ich könnte jetzt... Das macht keinen Sinn. Dann müssen wir es tatsächlich so lassen, ne? Hilft nichts. Und dann würde ich... Tatsächlich... Warum synergierst du mit dem hier nicht? Schwein. Hä? Hä? Verstehe nicht. Na gut. Man, ich könnte jetzt den Trank auch noch... Ja, aber... Dann würde die 0,6 Schaden für jeden Debuff am Gegner machen. Fuck. Das war dumm. Ah, okay. Halb dumm. Vielleicht darf das nicht der gleiche sein, ne? Wobei. Weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt einen Haufen Heiltränke. Und das ist ganz gut. Dafür muss der Gegner aber erstmal auf unter 50% sein. Sonst ist sehr, sehr schlecht. Gut. Okay, wir haben nur eine Chance. Beziehungsweise, wenn wir nächste Runde verlieren, dann haben wir nur eine Chance. Und dann haben wir eh verloren, dann ist eh egal. Aber wenn wir jetzt das irgendwie... Ja, haben wir sowas von... Oh, wir haben... Um das mal kurz... Damit wir uns mal das anschauen, wie das optimale Bild hier ausschauen wird. Ne? Wir haben zweimal die Handschuhe, die Vampire Gloves, mit dem Blutamulett, das ich eigentlich haben wollte. Wir haben einmal nochmal das Schwert in besser. Wir haben Vampiric Armor, wofür du nochmal das Amulett brauchst. Das heißt, du brauchst schon drei Stück von denen. Ich habe eins bisher gefunden. Und dann hast du noch... Ach du Scheiße. GG, Sir, well played. Weil wenn wir uns das mal anschauen, man, ich habe jetzt... Nicht das optimale Bild, ne? Völlig fein. Auf der anderen Seite, er hat halt jetzt, also Hälfte von der Zeit, 22 Stacks Vampirism und 12 Stacks Spikes. Boah. Boah, da knallt's. Da knallt's richtig. Da passiert gar nichts. Da passiert absolut gar nichts. Der hielt sich einfach nur hoch und lacht mich aus. Okay. Moment, also wir kaufen uns den jetzt. Dann mache ich das, was ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Ich würde mir nur die Vampiric Gloves schnell machen. Die Banane setzen wir hier noch mit rein. Lass mich gucken. Der hat keinen Sockel, der hat keinen Sockel, der hat einen Sockel. Schmeiß rein, deswegen. Oder
mach mal auf gut Glück nur kurz Pocket Sand hier unten rein für 5% Accuracy Decrease. Okay, komm. Ah, wenn man verzweifelt ist, nur kurz ein bisschen Staub schmeißen muss, ne? Okay. Das hätte ich vor 18 Runden ungefähr machen sollen. Nur leider habe ich es nicht gesehen. Wollen wir noch irgendwas machen, um das... Ah, schwierig. Also ich hätte hier nur ein Zweier-Slot frei. Wir könnten noch auf verzweifelt kurz uns den Kopf holen. Weil immerhin kriegen wir am Anfang 25% weniger Schaden die ersten paar Sekunden. Könnte nicht schlecht sein, maybe. Es ist halt, ich bin immer noch ein bisschen... ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass wir tatsächlich die Rüstung nicht benutzt haben irgendwo, ne? Weil da kam dann das Schwert dazwischen und so, das war dann echt irgendwie ein bisschen blöd. Scheiße. Gib mir nur eine Rüstung. Und jetzt holen wir nur einen Win, oder? Ach du Scheiße. Er hat sich so gedacht, wie viele Heiltränke willst du denn haben ungefähr? Also, ja, passt. Nehme ich. Okay, was jetzt noch ganz okay ausschaut. Die Tür kann sich halt jetzt dann alle bald, ne? Aber ich glaube, wir haben echt. Wir haben echt relativ gute Chancen, oder? Nee. Na, was? Wir sind echt ziemlich gleich, aber er hat jetzt keine Heiltränke mehr, ne? Und ich hab nur Life Leech. Oh, das ist schon das zweite Game, das so ausgeht. Hey, aber das hat zwischenzeitlich also wirklich so ausgeschaut, als wär's auf meiner Seite. Das sagen wir mal, wie es ist. Aber dann war es nimmer auf meiner Seite. Okay. Wir haben zumindest jetzt die Handschuhe genug geschafft. Hätte ich mir nicht gedacht. Aber, ey, perverses Item, ne? Du kriegst am Anfang der Runde kriegst du plus 6 Vampirism. What the fuck? Also das ist ja lächerlich. Klar, ne? Und jetzt am besten trigger mal das Schwert an und schnell, weil ist ja nur das kleine Schwert, ne? Nee, es ist schon crazy tatsächlich. Dann holen wir uns nur die Wunderlamp. Ja. Und jetzt wird es tatsächlich schwierig, gell? Wir könnten uns nur ein bisschen Stuff holen. Und wenn wir die Steine hier rumliegen haben, dann ist eh egal. Wobei, Armor. Cool. 15% weniger Heilung für den Gegner. Nehme ich. Nehmen wir noch einen Stein mit. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Stein passt perfekt zum Bild. Health Potion nehmen wir mit. Rein. Hey, von 18 Runden, 12 Wins. Lass mir kurz anschauen, was der... Okay. Er startet mit 135 Rüstung. Alright. Hat der überhaupt so viel Rüstung hier, Mann? Also du kriegst hier 60 schon mal, okay. Aber wo ist der Rest? Krank. Aber wir sehen mal gleich, wie schnell die Rüstung nämlich weg ist. Okay. 70 Rüstung weg. Oder 60, was war. Und jetzt, guck mal kurz, jetzt ist die ganze Rüstung weg. Und wir haben jetzt 14 Stacks Vampirism. 14. Ne? 14 Stacks. Und das ist schon... Und es geht noch höher. Ne? Also er kriegt da immer wieder Schild dazu. Aber wir heilen uns schon echt... Hat er gerade zwischenzeitlich 80 Schild wieder gehabt? Also da war ganz klar ich auf der Seite. Ne? Also... Und das machen so dermaßen viel die Handschuhe aus. Ich kann es euch nicht sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Versuch left gehabt.
krass. Wir haben tatsächlich noch einen Versuch über gehabt. Schade, ich dachte, wir können jetzt noch weiterspielen, weil das Bild war echt cool. Aber man sieht, ich weiß gar nicht, was kommt nach Gold? Jetzt kommt dann, also wenn es so normalen Ranked Logik folgt, dann kommt ja wahrscheinlich Platin jetzt oder so. Ja, also ist ja jetzt, naja, erstens ist der Demo, zweitens ist der Demo und drittens ist jetzt nicht wirklich, ist der Demo, ne, völlig klar. Ey, aber das Game macht schon wirklich Bock und das Schlimme an der ganzen Sache ist, es macht irgendwie ein bisschen süchtig, ne. Nach jedem Win und nach jedem Game oder was auch immer kriegt man immer so Trophies und mit dem kannst du dann so coole Dinger kaufen hier, ne, um deinen Style ein bisschen zu verändern. Und ich würde sagen, ich habe nicht genug, richtig. Super. Freunde, dann soll es das erstmal von mir gewesen sein. Es war doch eigentlich ein cooles Game. Hat zwar viel nicht funktioniert, was wir machen wollten, aber im Endeffekt haben wir eigentlich, wir sind gut durchgekommen. War eigentlich ziemlich nice. Also ich finde das Double, nee, das, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, das Ultra-Dagger-Bild mit Stun und Life-Leech und so ein Scheiß, ich finde es schon lustig. Ich finde es echt lustig. Gibt einen Haufen anderer Builds und das wird sich 15 Mal nur ändern. Aber das nächste Mal, vielleicht kriegen wir mal so ein Spikes-Bild hin. Maybe, wenn der Loot-Gott vielleicht mal auf unserer Seite ist. Gucken wir mal. Aber ich glaube, das wird nicht das letzte Video bleiben, weil das Game macht echt Bock und vor allem, man kann es halt dazwischen einfach mal spielen. Ne? Ladet es euch runter. Bei mir ist heute das Internet ausgefallen. Das heißt, ich kann nur offline spielen. Das heißt, das ist das perfekte Game für mich. Optimal. Wenn euch langweilig ist, ladet euch das runter. Ist saugeil. Backpack Battles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr soweit zugeschaut habt und dran geblieben seid. Ciao, ciao.